Heutzutage ist ja irgendwie jeder im Stress. Ich bin gerade voll gestresst, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich, für mich, für nichts. Ich muss das jetzt erledigen. Was ist Stress eigentlich? Was passiert da im Gehirn? Und was können wir gegen Stress tun, damit wir endlich ein erfüllenderes und glücklicheres Leben führen können? Wir haben in Deutschland eine Zunahme stressbedingter Krankschreibungen. Fast 20% aller sind psychischer Natur. Gründe dafür sind vielfältig. Aber wir könnten zum Beispiel sagen, dass es auch an der Digitalisierung liegt oder allgemein am schnellen Wandel unserer Gesellschaft. Stress ist auch zu einem Art Statussymbol geworden. Es ist also cool, Stress zu haben. Es ist cool zu sagen, boah, ist gerade mega stressig, ich habe richtig viel zu tun. Lasst uns mal anschauen, was Stress genau ist. Stress ist erstmal nichts Schlechtes. Das Adrenalin, das da in unserem Gehirn ausgestoßen wird, ist evolutionsbedingt sehr vorteilhaft. Aber es kann auch zu viel werden. Lasst uns mal die verschiedenen vier Typen von Stress anschauen. Wir haben da zuerst den Zeitstress. Das bedeutet, der ist vor allem bei Deadlines aktiv. Also wenn wir etwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schaffen müssen. Dann haben wir noch den Erwartungsstress. Das ist sozusagen eine Furcht vor der Zukunft. Ja, eine zukunftsorientierte Angst sozusagen. Dann gibt es noch situativen Stress. Der entsteht oft bei Konflikten mit anderen Menschen, bei Streit. Und dann haben wir noch den Begegnungsstress. Der wird oft ausgelöst, wenn wir uns mit Leuten umgeben, die wir eigentlich nicht mögen oder mit anderen gestressten Menschen umgeben. Wir können also zusammenfassen, dass Stress immer aus einer Art Knappheit getriggert wird. Also es gibt einen Zustand, den wir aktuell haben, einen Ist-Zustand, und dann gibt es diesen Wunschzustand und diese Knappheit dazwischen. Es gibt eine Diskrepanz dazwischen. Und wir wollen eben die Anforderung erfüllen, das Bestreben danach, das ist dann der Stress, da wird der Stress ausgelöst. Wir haben oft so das Gefühl, dass der Stress von außen kommt, die anderen machen uns Stress. Aber wenn wir mal umdenken, der Stress wird ja trotzdem in uns ausgelöst. Das heißt, Stress kommt eigentlich immer von innen. Was bei Stress im Gehirn passiert, ist vor allem, dass das Angstzentrum, die Amygdala, überstimuliert wird. Das führt dazu, dass Erinnerungen mit Angst kombiniert werden. Der Cortisolspiegel bleibt hoch und das ist ja letztendlich unser primäres Stresshormon. Das wirkt sich dann auch auf andere Hirnregionen aus, zum Beispiel den Hippocampus. Der ist für das Lernen und Erinnern zuständig und das ist dann natürlich auch eingeschränkt. Die Amygdala beeinflusst außerdem noch den präfrontalen Kortex. Dort wird Emotionen und Verhalten verwaltet. Bedeutet, wir werden dann Situationen emotionaler bewerten, als wir es normalerweise tun. Wir haben öfters Kopfschmerzen, unsere Lernfähigkeit geht runter, kann sogar zu Schlafstörungen und zu einer schlechteren Regeneration führen. Generell könnten wir auch sagen, dass unsere Lebensmotivation sinkt, also die Lust aufs Leben wird irgendwie weniger. Das heißt, es ist nicht gut. Aber was können wir jetzt dagegen tun? Also erstmal können wir immer reaktiv oder präventiv agieren. Präventiv heißt letztendlich, dass wir etwas gegen den Stress tun, obwohl er noch nicht entstanden ist. Und reaktiv heißt, wir machen es dann, wir reagieren dann, wenn der Stress da ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, so der Klassiker ist halt Urlaub machen oder einfach einen Ausgleich, Abstand gewinnen. Oft fühlt es sich dann aber so an, dass wir das Problem nicht lösen, sondern wir gleichen es nur aus. Es wird letztendlich irgendwann wieder auftreten. Die Wurzel des Ganzen ist nicht gelöst. Ich würde das Ganze mehr ganzheitlich sehen. Ich würde versuchen, alle Lebensaspekte einmal anzuschauen. Also nicht einfach nur die Arbeit, sondern auch alles andere. Zum Beispiel die körperliche Gesundheit, die emotionale Gesundheit, Beziehungen zu anderen Menschen. Wie ernähre ich mich eigentlich? Und so weiter. Ich würde alles gesamtheitlich mal betrachten. Wenn wir da dann irgendetwas finden, wo wir Potenzial haben, dann sollten wir uns darauf fokussieren. Und Stress ist natürlich auch immer unbewusst, das müssen wir uns hier mal bewusst machen. Niemand ist bewusst gestresst, sagt jetzt wirklich bewusst, ich bin gerade gestresst, ich möchte jetzt gestresst sein, mehr Stress, komm, ich will mehr, mehr, ja, das fühlt sich so gut an. Sondern es passiert einfach und wir können oft nichts dagegen tun. Das heißt, wir können hier mit unserem Bewusstsein auch spielen. Heißt, wenn wir bewusster werden, können wir auch bewusster wahrnehmen, dass wir gerade gestresst sind. Und das ist letztendlich die Königsdisziplin. Und Bewusstsein ist letztendlich nichts anderes als Achtsamkeit. Also die Allgegenwärtigkeit unserer internen Prozesse in unserem Gehirn. Das, was hier gerade passiert. Umso achtsamer wir wahrnehmen können, was hier drin passiert, umso besser können wir eingreifen und sagen, ah halt, warte mal. Hier entsteht gerade Stress. Möchte ich das jetzt wirklich? Macht das überhaupt Sinn?
Das heißt, es geht um Achtsamkeit. Und eine gute Achtsamkeitsübung ist zum Beispiel die Meditation. Es gibt ja bei Meditation auch Stressmeditation und das nicht ohne Grund. Viele Menschen meditieren zum Beispiel abends nach einem gestressten Tag, um dann wieder runterzukommen. Das ist dann auch so ein bisschen das Reaktive. Also wir können dann auch reaktiv meditieren, ist aber auch ein bisschen präventiv. Noch besser finde ich zum Beispiel, morgens zu meditieren. Das heißt, morgens schon die Achtsamkeit zu steigern, um dann den ganzen Tag über weniger gestresst zu sein. Eine weitere Technik, um unsere Achtsamkeit zu erhöhen, wären zum Beispiel Atemtechniken wie das Wim Hof Breathing oder auch Quantum Light Breath. Da gibt es ja ganz verschiedene, oder das holotrope Atmen. Also es geht um Achtsamkeit. Aber was passiert da jetzt im Gehirn? Es ist nämlich so, das wurde auch bei verschiedenen Studien festgestellt, dass Achtsamkeitsübungen die Aktivitäten des präfrontalen Kortex unter anderem, nämlich das Default Mode Network, das Ruhezustandsnetzwerk, dass die Aktivität dort verringert wird. Das heißt, umso weniger Aktivität wir dort haben, umso mehr können wir achtsam sein, umso mehr können wir wahrnehmen, was eigentlich gerade passiert, weil wir nicht so sehr von dieser Hirnregion abgelenkt werden. Es gibt zum Beispiel auch noch psychedelische Substanzen, mit denen kann Achtsamkeit auch verändert werden. Wie ihr seht, es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber aus meiner Sicht, generell gesprochen, das Beste, was wir gegen Stress machen können, ist, an unserer Achtsamkeit zu arbeiten. Stress ist irgendwie blöd, Stress ist aber auch wichtig. Letztendlich müssen wir das immer gesamtheitlich sehen. Was will uns dieser Stress sagen? Heißt das, wir sollen jetzt etwas anders machen? Und hier müssen wir immer gesamtheitlich schauen. Allgemein, wenn wir uns verändern wollen, und das müssen wir, wenn wir weniger Stress haben wollen, müssen wir das gesamtheitlich anschauen. Wir müssen unser Leben komplett anschauen. Nicht nur die Achtsamkeit, sondern auch die körperliche, geistige und soziale Gesundheit ist alles wichtig, wenn wir unser Leben in Ordnung bringen wollen und glücklich und zufrieden sein wollen. Was da vor allem zählt, ist uns selbst zu kennen. Wir müssen uns selbst besser kennenlernen, damit wir wirklich verstehen, was tut uns eigentlich gut, was tut uns nicht gut und wer spricht da eigentlich aus mir. Und um das zu machen, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten und da würde ich vor allem die Achtsamkeit erhöhen. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dich selbst besser kennenzulernen und wenn du wirklich mal verstehen willst, was eigentlich zu dir passt und wer du wirklich bist, wer du sein kannst, dann rate ich dir jetzt unten in die Videobeschreibung zu schauen und da können wir das vielleicht gemeinsam machen. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest hier auf jeden Fall was mitnehmen und bist bald etwas weniger gestresst von dem Ganzen, was gerade in der Welt passiert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es dir gefallen hat, 20 Daumen nach oben, vielen Dank und bis dann.